Baschke Brennecke, Testspiel hier beim SC Brukteria Dreierwalde. 12:0 der Endstand. 4 Tore von dir, Wahnsinn. Was für eine Leistung heute. Ja, ich denke, wir wollten das einfach nutzen, um 90 Minuten mal spielen zu können. Deswegen haben wir auch von vornherein die Gruppen geteilt. Sind extra, glaube ich, mit 13 oder 14 Mann hier angereist. Und ja, war einfach mal schön, mal wieder 90 Minuten zu spielen nach der Pause und nach den schweren Einheiten. War das einfach schön, dass wir den Ball auch so gut laufen gelassen haben, nach schwieriger Anfangsphase, sage ich mal. Ja, aber ich glaube, wir haben uns ganz gut verkauft hier, auch mit vielen jungen Spielern experimentiert, sage ich mal, und ja, lief super. Ja, auch für dich, ne? 4 Tore, du hast echt viel Dampf gemacht über die rechte Seite. Wie kommt es, dass du so befreit aufgespielt hast heute? Was hast du im Müsli gehabt? Ja, erste Halbzeit habe ich ja mit Nazim gespielt. Ich glaube, wir verstehen uns ganz gut. Ich weiß ungefähr, was er will und er weiß, was ich will. Und deswegen hat das ganz gut harmoniert. Und mit dem jungen Tim, der hat es auch gut gemacht, ist immer gut nachgekommen. Ich habe ihn in die Gassen gespielt. Also war besser als eine Trainingseinheit, sage ich mal. Okay. Anderthalb Wochen Training habt ihr jetzt hinter euch, 3 Testspiele. Ihr habt euch von Spiel zu Spiel gesteigert, haben mehr Tore gemacht. Ihr findet so ein bisschen jetzt Gefallen auch am Offensivspiel? Ja, auf jeden Fall. Es ist ja klar, dass es am Anfang ein bisschen holprig läuft. Wie die ersten Freundschaftsspiele, sage ich mal, und ja, mit dem Training und je mehr man sich dann wieder einspielt, läuft das natürlich besser. Erst recht gegen so einen unterklassigen Gegner, sage ich mal, muss man die Sache seriös angehen und das haben wir heute gemacht, haben manchmal das Tempo angezogen und ja, dann müssen zwingend auch Tore fallen. Zu dir persönlich, Sommerpause, gut verlebt, was hast du gemacht, wie hast du dich erholt? Ja, ich war fast überall gefühlt, ich war eine Woche in Spanien. Eine Woche in Montenegro und eine Woche Heimaturlaub. Also war gut durchwachsen. Hat sich gut erholt. Und was hast du dir jetzt vorgenommen für die Saison? Also heute ja schon eine richtig gute Leistung mit 4 Toren. Was hast du dir vorgenommen persönlich als Ziel jetzt für die nächste Drittligasaison hier beim VfL? Ja, ich denke, wir hatten jeder die Möglichkeit, am Ende der letzten Saison ein offenes Gespräch zu führen mit dem Trainer, mit dem Trainerteam und das habe ich auch natürlich auch für mich in Kauf genommen und da wurden Sachen besprochen, die man natürlich verbessern kann. Ich bin jemand mit 24 Jahren, der noch jung ist, der noch viel lernen kann und ich bin auch bereit, viel zu lernen und das versuche ich einfach umzusetzen und mich einfach von Tag zu Tag zu verbessern. Ja, dann viel Erfolg dabei bei der Saison und bei den Zielen, die du erreichen willst, Baschke. Danke. Dankeschön. Danke.